Bei der Botox-Behandlung muss der Patient ein paar Tage warten, bis er das Ergebnis sieht. Bei der Hyaluronsäure ist es natürlich sofort sichtbar, vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel durch die Schwellung und vielleicht auch durch ein paar kleine Blutergüsse, die dann aber wieder verschwinden. In der Regel hat man mit keinen Komplikationen zu rechnen. Manchmal kann es bei der Hyaluronsäure kleine Granulome geben, das heißt kleine Abkapselungen, die, wenn überhaupt störend, wieder aufgelöst werden können. Insgesamt ist es für den Patienten ein rascher und unkomplizierter Eingriff im weitesten Sinne, der aber vor allem, wenn man es immer wieder mal auch anwendet, eine dauerhafte Verjüngung des Gesichtes mit sich bringt.